Manchmal vergessen wir, wie weit wir schon gekommen sind. Erst wenn wir zurückblicken, erkennen wir, wie viel wir bereits gelernt und erreicht haben auf unserem Weg. Lass uns gemeinsam zurückschauen und uns daran erinnern, dass jeder Schritt zählt. Willkommen auf einer kleinen Reise durch meine letzten drei Mountainbike-Saisons. Kennt ihr das, wenn ihr so, also jetzt wo ich so ein bisschen Mountainbike-affin bin, runterkommt? Der ist schon krass. Alles war in der ersten Saison komplett neu und verdammt hatte ich Angst vor eigentlich jeder Kleinigkeit. Ich muss nochmal hier hoch vielleicht. Doch der Spaß an der Sache hat einfach überwiegt. Also, das ist schon ziemlich geil. Und dann hatte ich ziemlich großes Glück, da sich schon nach 3 Monaten auf dem Bike und dann durch YouTube der Thomas sich bei mir gemeldet hat und ich meine ersten Fahrtechnikkurse bekommen habe, die dann ziemlich schnell alles verändert haben. Kennt ihr das? Da ist so ein kleiner Drop, dann macht ihr euch in die Hose. In der zweiten Saison stand für mich alles unter dem Zeichen, die gelernten Dinge in die Tat umzusetzen. Thomas hatte mir jede Menge Werkzeuge mitgegeben, die ich allerdings erstmal verinnerlichen musste. Und ich kann euch eine Sache sagen, das Ganze hat 1 Jahr lang gedauert. Ich muss mich halt schon wieder auf den Dämpfer einstellen jetzt, ne? Da ich durch die Grundlagen genau wusste, was, wo und wie zu tun ist, bin ich schon die meisten Strecken irgendwie runtergekommen. Und das manchmal auch schon mit einem ganz guten Gefühl. Hier nimmt die Bremsen auseinander, Alter.
Doch leider war ich die meiste Zeit noch sehr, sehr verkopft. Ich musste viel nachdenken, was ich wo, an welchen Features und an welchen Streckenelementen mache und wie ich mich dort auf dem Bike verhalte. Das heißt, es war oft sehr, sehr stressig. In der dritten Saison, also die letzte Saison, habe ich angefangen, mehr nach Gefühl zu fahren. Ich hatte die Dinge endlich verinnerlicht, die sind ins Unterbewusstsein übergegangen und ich konnte viel, viel mehr nach Gefühl fahren. Ich sage euch eine Sache, das hat sich richtig gut angefühlt. Doch hatte ich mir auch in der dritten Saison die meiste Zeit einen ziemlich großen Druck gemacht, besser zu werden. Ich wollte mich neuen Features stellen, ich wollte neue Elemente lernen, ich wollte schneller Fahrrad fahren und grundlegend einfach besser werden. Das war ein ziemlicher Druck für mich, besonders auch durch Social Media und manche Kommentare, wo einfach gesagt worden ist, dass ich einfach zu wenig Progress mache. Die meiste Zeit kann man leicht sagen, hey, ich stehe da drüber und so, aber in Wirklichkeit geht es mir zumindest oft ziemlich nahe, was in den Kommentaren geschrieben wird. Und man nimmt sich unter 1000 guten Kommentaren dann 2-3 schlechte Kommentare leider oft viel zu sehr zu Herzen und macht sich dadurch mehr Stress und Druck. Ey, bremse eine Pulse nicht, dann kommt noch raus. Nun haben wir 2024 und die nächste Saison steht jetzt gerade vor der Tür. Also was nehme ich mir für diese Saison vor und was habe ich aus den vergangenen Saisons gelernt? Einerseits natürlich klar, ich habe mehr Fahrpraxis gesammelt, ich weiß, wo was zu tun ist und so weiter und das ist alles super. Ich habe mir allerdings eine Sache ganz besonders vorgenommen für diese Saison und zwar ist es, mehr Spaß zu haben. Das bedeutet, ich werde mir keinen Druck mehr machen, irgendwo besser zu werden. Ich bin der Meinung, dass wir in der aktuellen Situation, in der Gesellschaft und so weiter, schon genug Druck haben. Und vielleicht könnt ihr das nachfühlen, was ich jetzt sage, aber die meisten von uns
lieben doch dieses Hobby, weil sie den Kopf frei kriegen, einfach aufs Bike gehen und eine gute Zeit haben. Natürlich macht es auch Spaß, immer besser und besser zu werden. Allerdings habe ich im letzten Jahr diesen Spaßfaktor echt vernachlässigt, einfach weil ich mir Druck gemacht habe. Und ich glaube, dass wenn man für etwas Leidenschaft hat, an etwas Spaß macht, dann tut man die Dinge relativ oft, weil sie einem eben Spaß machen und dann wird man automatisch besser ab einem gewissen Punkt. Nichtsdestotrotz habe ich für diese Saison auch noch ein paar Ziele und so eine kleine Bucketlist, die ich abarbeiten möchte. Das sind aber Dinge, die ich einfach nur für mich mache. Vielleicht mache ich da sogar gar kein Video drüber, vielleicht auch doch, wir werden sehen, je nachdem wie ich mich fühle. Ein wichtiger Punkt für mich ist auf jeden Fall dieses Jahr, woran ich arbeiten möchte, dass ich mich selbst einfach wieder ein bisschen freier fühle. Ich glaube, mein erstes YouTube-Video oder mein erstes Video ins Internet hochgeladen habe ich mit 15, 16 Jahren. Damals noch auf Clipfish und MyVideo und sowas. Und ich habe immer alles irgendwie geteilt. Und das möchte ich auch gerne beibehalten, weil ich einfach super gerne zurückschaue und ein paar Videos mir anschaue. Ich habe gesehen, dass super viele neue Content-Creator oder sagen wir vielleicht einfach Mountainbiker sich eine GoPro umschnallen und auf einmal Videos hochladen. Das ist eine coole Sache, Leute. Auch wenn man jetzt nicht dann so high-end produzierte Videos hochlädt. Aber ihr werdet einfach froh sein, wenn ihr in ein paar Jahren euch die Videos anschaut. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, wenn ich mir alte Videos aus meinen Breakdance-Anfängen noch anschaue. Das ist einfach ein schönes Gefühl und es macht einfach manchmal Sinn, sein Leben so ein bisschen zu dokumentieren. Und auch, um so ein bisschen zu reflektieren. Diese Dinge, die ich euch heute in dem Video erzählt habe, die sind mir aufgefallen, indem ich meine alten Jahresrückblicke angeguckt habe. Und deswegen musste einfach dieses Video außerhalb der Reihe jetzt einmal kommen, weil ich einfach das Gefühl habe, ich sollte das einfach mal mitteilen. Macht euch nicht so viel Stress. Die meisten von uns haben im Alltag genug Stress und privat wahrscheinlich auch noch. Und das Leben ist zu kurz, um sich einfach immer schlecht zu fühlen. Außerdem, statistisch gesehen, lebt man, wenn man negative Gedanken hat, 7 Jahre kürzer. Also Leute, macht euch eine gute Zeit und habt eine gute Zeit in dieser Saison. Ich wünsche euch viel, viel Spaß auf den Bikes und vielleicht sieht man sich das eine oder andere Mal auf den Trails. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.